So, hi und hallo mal wieder. Und ja, ihr seht richtig. Da ich ja jetzt das Drachenzähmen, der geheime Wald, Sammelordner oder Starterpack hier angeboxt habe und es war ja nur ein Boostertütchen dabei, hat sich das noch nicht wirklich gelohnt, sie da einzuordnen. Ihr wisst ja, fünf Karten da einzuordnen in so eine ganze Sammelmappe, das lohnt sich nicht wirklich. Deswegen öffne ich jetzt ein Multipack der brandneuen und aktuellen Serie Drachenzähmen, der geheime Wald, mit der limitierten Karte LE10. Fünf Booster, eine limitierte Karte für 4,99 €. Also rund 5 €. Ja, kosten immer die Multipacks. Aber das Multipack sieht schon richtig cool aus. Muss man ja so schön sagen. So richtig schön düster. Von hinten sieht man eben ein paar Karten, Boostertütchen, Sammelmappe und, und. Aber nichtsdestotrotz fangen wir natürlich jetzt an, das Multipack zu öffnen. Und wie gesagt, ich habe es an das Starterpack gesehen, dass einige doch richtig begeistert sind von diesen neuen Sammelkarten. Schaut mal. Wie die Lego-Karten mit Tesafilm. Das ist ja richtig cool. Alle fünf Boostertütchen mit Tesafilm beklebt. Und dann natürlich das Wichtigste, die LEC. Ihr seht es. Richtig cool mit den goldenen Glitzer da drinne, der Drache, der Zweiköpfige, richtig cool. Aber ihr seht auch, es ist keine 10. Damit meine ich natürlich die höchste Qualität der limitierten Karten, weil die Seite etwas breiter ist wie die, kommt besser vor. Aber nichtsdestotrotz werde ich natürlich meine zweite Karte und gleichzeitig meine zweite limitierte in die Sammelordner stecken. Die 1, 9. Dann fange ich von oben wieder an. Ich mache sie nicht von hinten. 10. Richtig cool. Also, meine ersten beiden Karten sind zwei limitierte in der geheime Wald. In der geheime Wald. Und jetzt öffnen wir natürlich die fünf Boostertütchen. Und ihr seht schon, die sehen richtig cool aus. Aber eben ein und dasselbe Motiv. Na? Unten lässt sich einfacher aufzureißen. So, meine ersten Booster, die ersten Karten, die packe ich jetzt dazu. Eine Kristallkarte war ja drin. Das sind jetzt. Oh, was ist das denn? Eine verkehrt rum. Schauen wir uns jetzt mal die Kartenmotive, richtig coole Motive an. Und wie gesagt, wenn ihr gerne länger die Kartenmotive sehen wollt, drückt ihr immer wieder auf Pause. So viel Zeit gebe ich euch. Hier ist die. Oh, eine Kristallkarte. Nein, ist keine Kristallkarte. Das ist eine Puzzlekarte. Und das, ihr seht schon, es ist keine Kristallkarte. Die hat so einen merkwürdigen Glitzerlack drauf. Seht ihr das? Als wenn da Klarlack drüber gekippt worden ist. Sieht natürlich richtig cool aus. Wird bestimmt auch hochwertiger. Wie die Kristallkarte kann ich mir vorstellen. Aber da warten wir ja mal ab. Und ja, teilweise bei den neuen Drachenzähmen gibt es limitierte Karten in Magazin. Das bedeutet, wenn ihr alle limitierte Karten haben wollt, müsst ihr auch dementsprechend die Magazine euch besorgen. Weil ihr wisst ja, die Magazin limitierten Karten, die steigen immer sehr viel an Wert. Nach der Zeit, weil dann gibt es die Magazine nicht mehr und dann sind sie natürlich viel, viel teurer, wenn ihr sie braucht oder haben wollt. Also denkt immer daran, wo es die limitierten Karten gibt, werde ich natürlich immer unboxen. Wenn ich eine weiß, wo die erste drin ist oder die nächste, werde ich auf jeden Fall immer ein Video davon machen. Das steht schon mal fest, weil die Serie möchte ich auf jeden Fall komplett kriegen und so schnell wie möglich.
Da seht ihr, da haben wir wieder so eine Karte, wo Klarlack drüber gekippt worden ist. Wie man so schön sagt, so schön verlaufen. Aber die haben auch was. So, und wie gesagt, ihr schreibt mir alles darüber in die Kommentare. Wie ihr sie findet, wie ihr die Motive findet, was ihr davon haltet und. Und natürlich, sammelt ihr die schon selber? Wollt ihr die sammeln? All das könnt ihr und sollt ihr auf jeden Fall posten, kommentieren, ganz wie ihr es sehen wollt. Weil ich weiß, sie sind brandneu und aktuell. Sie wird es wohl, die Serie, noch nicht überall geben, gebe ich zu, weil es kommt ja immer auf die Verteiler drauf an, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Bayern und so weiter und so fort. Aber wer natürlich jetzt richtig, richtig scharf ist nach dieser Serie, weil guckt mal, Motive sind richtig cool. Also richtig scharf ist nach diesem Sammelordner-Spaß. Ich versuche natürlich immer unter dem Video zu verlinken. Sicher, bequem, das auf jeden Fall. Günstiger? Nee, zu Zeiten nicht, weil es die Serie eben noch nicht überall gibt. Kosten sie teilweise 1 Euro mehr. Das heißt, wenn ihr alle 4 Blister, 4 Multipacks, müsst ihr von ausgehen, dass ihr 1 Euro mehr bezahlen müsst. Aber dafür ist dann teilweise auch der Porto gespart oder wenig Porto. Wie gesagt, ich kann euch nur einen Link unter ein Video packen, wo ihr sie sicher und bequem bestellen könnt. Günstiger zurzeit ist was anderes. Aber das wisst ihr ja, wenn neue Karten, neue Booster-Leidenschaft rauskommen, neue Sammelordner, sind die immer etwas teurer, weil es die noch nicht überall gibt. Schaut mal hier. Ist auch wieder so eine, ich sag mal, Klarlackkarte. Richtig cooles Motiv. Ich zeige dir ihre Seite natürlich gleich nochmal. Und hier ist es leider schon. Mein letztes Booster-Tütchen aus meinem ersten Multipack. Das Drachenzähm, der geheime Wald. Öffnen wir natürlich jetzt. Und ihr seht schon. Ja, teilweise die Motive sind richtig cool. Teilweise erinnern die Motive aus den neuen Filmen. Aber, glaube ich, nicht so viele. Aber es kann natürlich auch täuschen. Schaut mal, habt ihr schon gesehen? Die Klarlackkarte wieder in ganzes Motiv. Nee, ist eine Kristallkarte. Also ich muss jetzt mal sagen, ich packe jetzt mal die normalen Standard-Booster-Karten weg. Die Kristallkarten, wenn ich sie so sehe, die gefallen mir richtig cool, weil da das Motiv auf der ganzen Karte verteilt ist, wie ihr seht. Es ist richtig cool auf der ganzen Karte verteilt. Das finde ich richtig cool. Ich lege sie mal nach rechts. Nach links, Entschuldigung. Weil ich sagte jetzt, ist hochwertiger. Ihr kennt ja meine Sachen, die ich nach rechts... Ich packe sie nach rechts, weil die auf jeden Fall hochwertiger wird. Dann haben wir hier die Klarlackkarten, wo eben der weiße Rand drum ist, wo eben die Kartenmotiv nicht silberhaft ist. Schätze ich mal, dass die nicht so hochwertig werden. Lege ich mal nach ganz links. Und in der Mitte diese Klarlackkarten, die in, ihr seht es, in Silber gedruckt sind von der Mitte. Also meine persönliche, wie gesagt, meine persönliche Meinung. Standard-Booster-Karten jetzt nicht von aus. Das sind die zweitwertvollsten, die dritten und die teuersten. Und danach eben die Multikarten. Die sind, ich meine, die limitierten Karten. Die Multigroßen, die wird es bestimmt auch geben. Gehe ich mal von aus, habe ich so im Internet gelesen. Aber eben Platz 1, limitierte Karten, kommt drauf an welche. Die Zeitschriftenkarten, Platz 2, Platz 3, Platz 4. So würde ich von ausgehen, der Wert. Und hier haben wir wieder, seht ihr, mit den silbernen Rand, die sind irgendwie ganz cool. Das ist wieder
die Standard-Glitzerkarte mit dem Klarlack. Und dann seht ihr jetzt selber die Kristallkarten. Die sind, das Motiv ist komplett auf der Karte. Und deswegen schätze ich mal, dass die zweitteuersten Karten werden wird. Es kommt darauf an, natürlich, was für Motiv. Dann kann es natürlich sein, dass eine davon mehr wert ist wie eine limitierte. Aber das lässt ja die Zeit mit sich gehen. Also, erstmal Entschuldigung, wenn ich ab und zu mal ein paar Versprecher in dieses Video hatte. Zweitens, wo ihr die sicher und bequem bestellen könnt, verlinke ich unter ein Video. Drittens, schreibt ihr mir jetzt alles in die Kommentare, wie ihr sie findet, was ihr davon haltet, ob ihr sie selber sammelt, ob ihr die schon sammelt, sammeln würdet. All das könnt ihr und sollt ihr auf jeden Fall über die brandneuen und aktuellen Drachenzähm Boosterkarten schreiben, kommentieren, ganz wie ihr es sehen wollt. Aber ich finde, die wären, glaube ich, die zweitwertvollsten. Was haltet ihr davon? Liege ich so richtig? Könnt ihr mir da auch natürlich auch was zuschreiben. Ansonsten war es das mal wieder von den brandneuen aktuellen Booster-Sammelkarten. Der geheime Wald. Ihr wisst ja, wo ihr sie bestellen könnt. Sicher, bequem, unter dem Video. Ihr schreibt mir jetzt alles darüber in die Kommentare. Und nochmals Entschuldigung für die paar Versprecher. Ansonsten war es das mal wieder und sage ich deshalb, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.